Volk in die Beschuldigung zum Gegenstand. Stalking. Nachstellung. Können Sie sich vorstellen, wie sich jemand fühlt, der ins Bürgerhospital geht, weil er seiner Ehefrau oder seiner Wunschehefrau nicht die Worte im Mund rumdrehen möchte? Irgendeine kleine Lady, eine Liebe mit dem Plus in Alpirsbach. Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn man bei einer Sitzung mitgemacht hat, eine Mitarbeitersitzung bei einem Praktikum in einer Psychiatrie und sagt, die arbeitet da oben und vielleicht verliebt er sich ja nochmal in sie. Und der Herr Rodriguez, der Andreas, der Herr Braun, der, wie er wohl dem Herrn Post dann noch beichten wollte und sowas, kennt er so Mittel, dass er sich in die verliebt. Und auf die Art kann man dem Bürgerhospital sehr viel Schmerzensgeld sparen. Und können Sie sich vorstellen, wie sich ein kleiner 5-jähriger Junge fühlt, der von einer erwachsenen Frau, die sich gerade hat tätowieren lassen, in eine Ehe gezwungen wird und dann, wenn man nach Hause kommt, wird man nur wegen den Namen aussprechen dieser Frau von der eigenen Mama 9 Jahre lang verprügelt. Und wenn man dann irgendwie eine Therapie möchte, weil man irgendwie über Umwege das Abitur dann tatsächlich geschafft hat, ohne zu betrügen und sowas, dann, ach, was soll die ganze Kacke? Wirklich, soll ich nochmal hier, als ich 5 war, der kleine Junge, Tante Ildiko, Tante Amanda, soll ich nochmal? Das ist die erste Freundin von Martin Kulanek, der hat sich jetzt in eine Amanda verliebt. Und die heißt ja wie ich. Ich zitiere 2-mal hintereinander. Mein Freund heißt Stefan und er macht eine Therapie in Stuttgart. Soll ich nochmal? Amanda? Soll ich nochmal? Amanda? Und was ist Nachstellung? Und wer ist das vergewaltigte Mädchen mit Liebe mit dem Plus, Wahrheit und das Licht? Wegen ihr bin ich ins Bürgerhospital gegangen. Und gab es da nicht New York Twin Towers, die so hießen? Schall und Rauch? Schall und Rauch, kennen Sie? Wie Schall und Rauch klingt mein Name. Klingt mein Name, Steffen Hell im Nichts. Und Liebe mit dem Plus? Und wofür ist Tante Amanda berühmt? Stalking, Nachstellung, lässt sich den Weg frei vergewaltigen, dass es jetzt Hochhäuser gab, die wie heißen? Wir holen Andreas raus, bis von gefallenen Türmen die Ranken wanken. Und seine süße kleine Strafminderungsprostituierte, die er jetzt in eine Regressionsprostituierte verwandelt hat, für irgendwelche Salem-Schüler, die irgendwie sagen, was, 3 Fragezeichen, das haben wir auch gelesen. Und irgendwelche Leute wie Andreas Philippis und sagen, da kann man Mercedes dran verdienen, die weiß nicht, sie ist die Kitchenfrau. Tante Ildiko, ich antworte deinem Hochzeitsantrag. Ich sage ja, wenn du mich Stalker nennst, wirklich, dann bist du einfach nur Strafminderungsprophylaxe, die sich Onkel Andreas Braun Rodriguez Fitz Kuhlen hat kaufen lassen von seinem Papi, Pfarrer Braun, Sozialpädagoge mit militärischen Insiderwissen, amerikanische Armee, sagt seine große Schwester Antje. Und wie gesagt, ich sage ja, du hast dann noch 2 Tage Zeit, dich zu melden. Und sonst kommt die Anzeige. Kindesmisshandlung, ein 5-jähriger Junge, der seit 38 Jahren von Tante Ildiko Amanda in eine Ehe gezwungen wurde mit dem Auftrag, los, schreib das Gedicht, sonst bin ich nicht berühmt. So richtig das Niveau von, wie heißt dieser Typ? Ach ja, dieser, du antwortest ja gar nicht, wenn du einen Typ Frau hast und eine Ohrfeige willst. Und 5 Priestern, Tante Ildiko, von 5 Priestern sind wir geweiht in eine Ehe, von Musikern wie Clemens Bittlinger, evangelischen
Predigern in der Bürgergemeinde, dort und dort und dort. Tante Ildiko, pass bloß auf, dass du auf der Achse des Guten bleibst, denn ich bin der Einzige, der dich dahin zurückziehen kann. Und ich warte seit 20 Jahren, seit Onkel Andreas Überstunden abgearbeitet hat, als ich gerade sagte, ich möchte meiner Freundin, der kleinen Lady in Albiersbach, der Liebe mit dem Plus, der Celia, nicht die Worte im Mund rumdrehen. Alles klar? Stalkerin? Wirklich, es gibt keine Gnade mehr. Wenn du in 14 Tagen mit 14-tägiger, mit 12-tägiger Verspätung hier nicht auftauchst. Weil, wie ich muss den Porno nicht hochladen, den ich gedreht habe, als ich eine Ex-Kollegin besucht hatte, als wir noch beide für die CDU arbeiteten und für die Erfüllung der Striezke-Rolle. Kennst du ja, ne? Florian, Ildiko, was meint ihr? Aha, nochmal verkabeln. Ihr seid der Meinung, das ist meine Ehefrau. Vor Gott. Aha, okay. Wollte ich noch mal wissen. Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren geführt, das folgende Beschuldigung zum Gegenstand hat. Was war die Frage? Ob du die Kamera halten durftest, damals, als ich 5 war? Mein Freund heißt Stefan. Oh, der ist ja wie ich. Jetzt habe ich dummerweise gesagt, dass ich Martin Kuhlen heiße. Habe ich wieder auf so einen Erwachsenen gehört, gell? Aber man soll doch kein falsches Zeugnis reden. Babynonne, der Meinung bin ich auch. Amanda. Rebecca, die ich nicht Katrin nennen soll. Weil flieh, lieber Rabe, ist eigentlich geschrieben, dir dein Leben zu retten. Ein Ermittlungsverfahren geführt, das folgende Beschuldigung zum Gegenstand hat. Stalking, Nachstellung, Freiburg. Kleine Lady, weißt du noch? Der wollte doch irgendeine Amanda in Freiburg vergewaltigen, dieser Herr Braun. Der Bruder, der leibliche Bruder. Da im Birnenacker 13, wegen dem ich jetzt meine Wohnung verkauft habe, weil er eine Vergewaltigungsdrohung ausgesprochen hat. Und das mit diesen Kopfhörern, mit diesen extra modernen beim nächsten Mal erklären will. Stalking, Nachstellung. Bedeutet das sowas wie jemand, der so berühmt ist, dass er in New York einem Hochhaus oder zwei einen Namen geben kann, wird beobachtet von sogenannten Nachstellern, wird in der Wohnung, die ihm gehört, wenn er 40 ist und so weiter, in eine Ehe gezwungen und seine Freundin wird vergewaltigt, nur dass irgendjemand sagen kann, das ist die Liebe mit dem Plus. Nein, 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 die hieß anders. Die wohnte in Alpi bei ihrem Papi. Das war meine Freundin. Wer ist die Küchenfrau? Ist das Al-Qaida-Führerin oder Mitbegründerin, wovon gefallenen Türmen die Ranken wanken? Natürlich kennt sie den dann. Aber wann fang ich an? So, kleine Lady, wen willst du anzeigen? Den Freundeskreis Andreas Braun? Du musst unbedingt mal bei Facebook schauen. So ungefähr einen Monat bin ich noch dumm nach der KBF-Freizeit Deckenhauser Tal, wo irgendeine Amanda Werbung für machen soll. Dann lösche ich den Kanal. Da kannst du wahrscheinlich die restlichen unterlassenen Hilfeleister der Vergewaltigung in Alpiersbach finden. Sonst habe ich neulich ein Zwillingspärchen kennengelernt, wo irgendjemand sagt, ich bin mit der Schwester dieses Zwillingspärchens verheiratet. Die heißt Ildiko Amanda und ihr Bruder Florian. Die müssten zum Thema Zeugenaussage Vergewaltigung in Alpiersbach noch was sagen können. Dass du Onkel Andreas Braun anzeigen wolltest, also Andreas Braun, obwohl an seiner Klingel, Antje, was steht da bei deinem Bruder? Ach, und er hat Angst vor Rache und deswegen ändert er manchmal alles, klar. Rodriguez, Fitz, neulich nannte er sich Reichert, das ist schon fast wie, wenn er sich Fritz nennen würde, weil Thorsten Reicherter und ich wissen, wie Thorsten aussieht und Stefan, also Originalautor von Liebe mit dem Plus, ich kenne eine, Weinen, die Küchenfrau, Flieh in Amann, No Other Reinhardt und so weiter. Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren geführt, Gegenstand Stalking, Tante Amanda Flaig, die mit den Question Marks, mit den Free.
und den Bubbles in Hell's Dark. Könntest du was zum Thema Vergewaltigung in Alpirsbach sagen? Die erste Freundin von Martin Kulanek? Und wenn ich nochmal meine Freundin zitieren darf. Mein Freund heißt Stefan und er macht gerade eine Therapie in Stuttgart. Kannst du dazu was sagen? Vergewaltigung? Irgendwie, wir vergewaltigen uns den Weg frei. Das Liebe mit dem Plus von gefallenen Türmen, die ranken, wanken, weicht. Und so, obwohl bei Liebe mit dem Plus, sie hält Wache vor dem Turm. Meine Freundin, die weiß aber, wie man das Steinschleuder umgeht. Die hat noch jedes Flugzeug abgeschossen vor den Twin Towers. Und bei dir? Von gefallenen Türmen, die ranken, wanken. Ein Ermittlungsverfahren geführt, das folgende Beschuldigung, Stalking, Nachstellung. Mit freundlichen Grüßen, dein Anonymos. Ich lasse meine Freundin nicht vergewaltigen. Auch nicht von meiner späteren. Mit 40 habe ich die möbliert, oder? Tante Ildiko, wie gesagt, ich bin der Meinung, als Fünfjähriger bin ich zu jung zum Heiraten. Aber du kannst mir auch nochmal erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Gemälde und einem, wie heißt das? Bild. Alles klar? Tante Ildiko, Tante Ines, Tante Johanna. Und wie ihr alle heißt, Stalking, Nachstellung. Ich bin jetzt so viel älter wie du, als du mich in eine Ehe gezwungen hattest. Ich muss nicht. Ich antworte nur deiner Frage. Auf Wiedersehen. Liebe zum Ende erwähnbar oder erwähnlich. Natürlich würde es mich freuen, wenn es Coverversionen oder Übersetzungen meiner Texte gäbe. Fragen Sie mich, wenn ich über 43 Jahre alt bin. Davor und bei jüngeren Versionen automatisch disqualifiziert. Dankeschön. Und apropos Vergewaltigung in Alpirsbach, wo eine, oh, die heißt ja wie ich, das ist die Freundin von Martin Kulanek. Der hat sich jetzt in eine Amanda verliebt. Wann? Damals, als ich 5 war. Wie geht's eigentlich dieser Regressionsprostituierten? Für den Austauscheffekt, falls der Braunauge mit ihrem fertig ist, dieser Strafminderungsprostituierten des Militärs, dieses deutschen Militärs, das die Häuser in New York für den größten Hochzeitsantrag der Welt einreißen lässt. Dieser beflüsterten, befluchten, wie geht's dir eigentlich, dieser? Das ist die erste Freundin von Martin Kulanek. Das war meine Liebe mit dem Plus. Sie hält Wache vor dem Turm. Und wie geht's dieser Amanda? Dieses Mädchen, darf ich die Kamera halten? Dieser Strafminderungsprophylaxe im Notfall. Prostituierte, und im Notfall kann man sie immer noch Regressionsprostituierte nennen, indem wir ihr süße kleine Fragezeichen oder Seifenblasenfee machen. So, und wie hießen jetzt die Hochhäuser in New York? Ich bin nämlich berühmt, sagt irgendeine Amanda Fleig in Freiburg, die angeblich sagt auch sowas wie, wir sind verheiratet, Stefan. Denk dran, 5 Priester, die uns getraut haben. Ich nehme es jedes Mal wahr, wenn du mich betrügst. Und kleine Lady, Entschuldigung, dass ich mich nicht gemeldet habe und nach deiner Vergewaltigung dein Freund sein konnte. Onkel Andreas verteilt Haldol und Ruhigstellungsmedikamente und Fixiergurte und nennt das dann Ganze irgendwie Selbstmordversuch. Das ist Andreas. Oh, Marco Fitz. Oh, Hendrik Rodriguez. Oh, und mit Epileptikerhelm. Wieso hat meine Frau eigentlich die mit den 3 Fragezeichen jetzt so eine Tätowierung wie der HIV-infizierte Stefan Gless? Das ist ja die gleiche wie die von Martin Kulen. So eine Schultertätowierung.
Bist du eine Strafminderungsprostituierte, die Papa Pfarrer Braun, der Sozialpädagoge, mit dem Schulfreund in Wilhelmsdorf, der einen Sohn hat, der da eine Wohnung hat, aber der Schulfreund ist gar nicht in Wilhelmsdorf. Bist du so eine Strafminderungsprostituierte? Und was bin ich? Ein Stalker? So, und wer hat Silja Kusak vergewaltigen lassen? Oh, die heißt ja wie ich. Ah, nur mit Zweitnamen. Tja, so wendet sich das Blatt. Und wenn du mir was zu sagen hast, dann beeil dich. Ich warte. Sonst Abklatsch und du bist meine Prostituierte. Ich möchte auch mal Mercedes verdienen. Ich warte nämlich jetzt seit 20 Jahren. Und jetzt, vor 2 Jahren, habe ich mal das Gedicht geschrieben, wo ich nachfrage, ist das teuer? Strafminderung für, was? Andreas? Du stehst ja gar nicht auf dem Dienstplan. Andreas? Wieso hast du einen Schlüssel für den Giftschrank? Und was war das in Wilhelmsdorf, warum ich mich nicht verabschieden konnte? Kleine Lady? Ehefrau, die mich 2 Tage davor geheiratet hat? In der Wohnung, die ich mit 40 möbliere? Wer ist ein Stalker? Was meinst du, Florian und Ildiko? Ihr müsst mich auch verkabeln. Das ist nämlich meine Ehefrau. Meinst du, lieber Schwager? Warum sagst du mir das nicht, wenn du meine Wohnung abkaufst? Ah, das ist gar nicht aufgenommen. Das muss ich nochmal machen. Okay. Für wen hast du dich tätowieren lassen? Für deinen Ehemann? Flieh in Arman? Und wer wollte die Kamera halten in Alpiersbach, als die Liebe mit dem Plus vergewaltigt wurde und danach Onkel Andreas, den Freundeskreis von Andreas Braun, oh, Marco Fitz, oh, Hendrik Rodriguez, oh, und so weiter. Bist du eine Strafminderungsprostituierte, die sich der Pfarrer, der Manfred Braun von der Wichern-Sekte gekauft hat für seinen Sohn? Weil er irgendwie mit Militär-Insider wissen, was, Antje, du kannst mir ein Gedicht stehlen, obwohl es noch gar nicht im Computer ist? Den Hochzeitsantrag, den meine Frau in Auftrag gegeben hat, die mit den Question Marks? Und sowas. So, und wenn die jetzt eine fremde Zeichnung trägt, zum Beispiel die von dem HIV-infizierten Stefan Gless, Martin Kuhlen hat auch so eine. Assoziativ hätte ich jetzt sagen, wie groß ist der mit Epileptikerhelm? Sieht er dann nicht irgendwie aus wie so ein zu groß gewordener Adolf Hitler? Oh, Reinhard May, so ein Gebotebruch-Typ, der schon mal ganz Deutschland kaputt gemacht hat. Und wo sind denn jetzt die Hochhäuser in New York? Die Liebe mit dem Plus, sie hält Wache vor dem Turm. Und Schall und Rauch, wo sind denn die jetzt? Komm, so eine internationale Eva Braun, so eine Strafminderungsprostituierte. Und im Notfall kann man sie noch bunt anmalen und dann wird sie eine Regressionsprostituierte, so eine begehbare Dreilochstute für irgendwelche Salem-Schüler mit Kontakten irgendwo. Und der Onkel Andreas bekommt dann hinten sein Musikstudium und kann singen, Abteilung Kehrt und Heim ins Reich. Oder und der böse, böse Dillen, der nicht müd wurde zu streiten oder sowas. Und die begehbare Dreilochstute da hinten mit den schönen Regressionsurteilen und jetzt noch mit dem Hurensymbol, dass der Arschfick mit der Küchenfrau so richtig Spaß macht. Und ich, ihr Ehemann, mit 5 Priestern geweiht mit ihr, getraut, warte dort hinten und warte da drüben, dass meine Ehefrau sich mal von ihrem Militärdienst verabschiedet und in ihren Ehehafen schwebt. Ich bin jetzt so viel älter wie du, als du mich gezwungen hast in diese Priesterehe, Tante. Darf ich Tante Ildi oder Tante Amanda sagen? Erzähl, liebe Küchenfrau, für die ich diesen Siegelring einschmelze. Bevor du nicht 2 Jahre auf meiner Matratze aufgewacht bist, gibt's überhaupt keinen Grund, irgendwie eine Achse zu gründen. Du bist auf der Achse des Bösen. Denn du lügst, du unterschreibst, dass du Gebote brichst.
So sieht aus. Und meine Schwiegerfamilie hat nichts mit Musik zu tun. Und es gibt auch nichts, wo sie, und ich bete, vernünftige, gute Achsenträger der Welt, dass sie nirgendwo einen Job angeboten bekommt, der auf irgendeinem, und wenn es ein zertretener Brösel eines Ecksteines meines Fundamentes ist, das von irgendwem ausgebaut wurde, die hat nichts damit zu tun, weil sie können auch auf ihr Hochhaus in New York schreiben, wenn sie es Kitchenfrau nennen, Flugzeuge hier landen, Vorsicht, denk dran. Und wenn du geblendet wirst oder wurdest, dann kommst du sofort nach Hause und machst einen Kniefall und sagst, ach, das meintest du, lieber Ehemann Stefan Bruno Hell. Ach, mit Martin Kulaneck bist du verheiratet und du kennst mich nicht mal. Warum schickst du mir die Polizei ins Haus, du Stalkerin mit der, darf ich die Kamera halten, wenn Celia Cusack Martin Kulanecks Freundin vergewaltigt wurde? Wer ist der Stalker und wer hat den Freundeskreis Andreas Braun, KBF-Freizeit, Mössingen. Und da willst du mich reinziehen mit deinem, wer will mitmachen bei einer Freizeit für Behinderte im Deckenhauser Tal? Und da soll ich in den Freundeskreis rein? Der Freundeskreis, der die Vergewaltiger meiner Freundin Celia? Irgendwie, was soll das? Happy Event Management Braun? Und meine Ehefrau macht noch mit? Naja, darum ist der Siegelring noch nicht eingemeldet. Da muss man sicher sein, bei so einer Basilika-Hochzeit. Und? Irgendwas kaputt gegangen bei Liebe euch? War's teuer? Entschuldigung, dass ich mich nicht gemeldet habe nach meiner Therapie. Andreas Braun, den du anzeigen wolltest wegen Vergewaltigung, hatte Strafminderung mit Sozialstunden ableisten und Giftspritze. Aber es ist noch mehr Leuten aufgefallen. Er wurde gefragt, Andreas, du stehst ja gar nicht auf dem Dienstplan. Andreas, wieso hast du einen Schlüssel für den Giftschrank? Du bist doch auf Strafminderung. Und dieser Wohnung von dem Sohn, von dem Schulfreund von Manfred Braun damals, wo wir wohnten, wo ich jetzt sagen würde, die sieht aber ganz schön aus wie meine, wenn ich sie mit 40 möbliert habe. Entschuldigung, dass ich mich nicht verabschieden konnte. Irgendein Mädchen war da und sagte irgendwie sowas wie Onkel Heinz, der eigentlich Andreas heißt, aber die Kinder nennen ihn halt so hier in der Nachbarschaft, weil er so oft den Namen wechselt, ist der Meinung, wenn man sowas verteilt, dann muss man es auch mal nehmen. Alles klar? Stalkerin? Wo ist der Brief nochmal? Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren, Stalking, Nachstellung. Ildiko Amanda, woher kennst du die Wohnung meiner Freundin, wo sie mit meinem Papa wohnt, mit ihrem Papi wohnte? Woher kennst du die? Und wer wollte die Kamera halten bei der Vergewaltigung von dem Mädchen, das dann Onkel Andreas anzeigen wollte? Oh, Onkel Heinz heißt er, glaube ich dann. So viel zu dem Thema. Der größte Hochzeitsantrag der Welt. War das teuer? Wo von gefallenen Türmen die Ranken wanken? Al-Qaida? Und Ehefrau, wenn du beflüstert worden bist, in guten wie in schlechten Zeiten, komm nach Hause, selbst wenn du tätowiert bist. Wenn du nicht kommst, zwingst du mich nur zu noch einem Gebotebruch, weil ich dann nach einer Vergewaltigung. Bist du auch irgendwie getötet worden? Wie ich? Oder so? Beneurozielt? Beblitzt? Dingst? In guten wie in schlechten Zeiten. Ich hab nach 20 Jahren schlechten Zeiten langsam die Schnauze voll. Das verbiete ich dir. Denk dran, sie werden sein ein Fleisch, nicht eine beflüsterte Sekte. Und sonst streife ich den Anzug ab.
den Hochzeitsanzug streife ich aus. Nach 38 Jahren Ehe mit Tante Ildiko, seit ich 5 bin, ich verbeuge mich. Der Sex mit Zieler und Steffi hat aber ganz schön Spaß gemacht. Und die ganzen kleinen Kinder, die hier rumlaufen, die 5, die ich mindestens will, als ich vor 20 Jahren sagte, wenn ich das dritte Mal mit meiner Frau Sex habe, mit meiner Freundin, möchte ich aber keine Drogen mehr nehmen, damit sie schwanger werden kann, ohne dass es Krüppel gibt, wie das, was das Militär macht. Mit Zigaretten auf die Straße werfen und so. Und Strafminderung und so. Als ob es keine Gesetze gäbe. Manchmal überhört das Hirn ein Gesetz. Und im Zweifelsfall das nicht. Du sollst töten, du sollst Ehe brechen, du sollst das und das machen. Und wie sorgsame Tiere, liebe Ehefrau, mit der 5-Priester-Ehe und ich muss auf dich aufpassen und schreiben und schreien und ans FBI und an die katholische Kirche und ans BKA und in die Musikindustrie. Flieh, lieber Rabe, die wollen dir wehtun. Du bist meine Ehefrau, auch wenn ich dich nicht sehe. Und ich streife den Hochzeitsanzug aus. Stalking. Vergewaltigung in Alpirsbach. Wer wollte die Kamera halten? Ich verbeuge mich. Dankeschön. Das war die erste Hälfte meines Lebens. Eine wunderschöne, warme, würdevolle 10-Gebote-Beziehung. Für den größten Hochzeitsantrag der Welt mit einem Brautschleier in Weiß, 7 Meter lang. Und ich streife den Hochzeitsanzug aus. Leider habe ich ihn noch nicht getragen. Meine Texte covern tut verboten sein, bis ich es mache. Bis ich als über 43-Jährige gestatte. Und es gibt keine Schwiegerfamilie und niemanden im Freundeskreis und nicht mal meine eigene Familie, die irgendetwas mit meinen Gedichten machen darf. Und sonst Musikindustrie, irgendwann, wenn ich mich erholt habe, so in 2 Jahren eventuell, ich tät mich freuen. Dankeschön. Was meinst du, Tante Ines? Du glaubst, es ist doch besser, wenn ich Tante Celi heirate? Ich komm kaputt. So, was ist das Problem bei meiner Ehefrau? Ich bin auch schon mit ihr verheiratet. Außerdem finde ich Celi gerade nicht. Die ist vergewaltigt worden und wollte irgendwie Andreas Braun anzeigen. Nicht, dass Tante Ildiko oder Tante Amanda oder wie auch immer ich sie nennen soll, nachher irgendwie eine Strafminderung oder eine Adama von diesem neuen Gott wird, der wirklich alle Gebote bricht. Du sollst Ehe brechen, du sollst töten, du sollst falsch Zeugnis reden. So, dieser Typ, der ganz Deutschland bombardieren lässt. Ich gehe lieber so unter die Dusche. Muss ich mich erst neu verlieben. Tschüss. Weil, wenn Kitchenfrau berühmt ist wegen Kitchenfrau... Wann wurde das Gedicht Kitchenfrau geschrieben? Das von dem gleichen Autoren wie und so weiter. So, Ehefrau, kommst du oder kommst du nicht? Stalkerin mit der Kamera. Darf ich die filmen? Ich zitiere Amanda Flaig mit den Tattoos, mit den Question Marks. Mit dieser Beförderungsmöglichkeit. Also von Strafminderungsprostituierte für Andreas bis hin zur Regressionsprostituierten für Andreas Philippis mit die weiß gar nicht, dass sie die Küchenfrau ist. Da kann man ja Mercedes dran verdienen. Und was ist das da für ein Gerät? Bruder von Antje, Andreas Braun. Was, ein Tätowiergerät? Aha, und was ist das? Ach, das ist was für Theaterwissenschaft. Ach, das Wissen, dass Schauspieler nicht ihre Texte auswendig lernen. Ah, okay, Onkel Andreas. Und wie geht's deiner Freundin mit dem tätowierten Halbmond, Onkel Andreas? Gut, dann möchte ich jetzt, dass Tante Ildi mich zurück in die Neulandhalle bringt. Mir gefällt der Umgang nicht, den ich hier habe. Und Celia, Ehefrau von mir... Und Amanda, die sich extra für mich hat tätowieren lassen. Vorsicht, ich mag die Leute nicht, die Celia in Alpi verkabelten.
damit die Dings nicht ihre Texte auswendig lernen müssen, gell? Nicht, dass du nachher aus Versehen eine falsche Zeichnung haben tust. Tante Flaig mit den Question Marks und Bubbles in Hell's Dark. Du darfst mich nie betrügen. Deine Höhle gönnt dem Suchen Pause, in der sonst nur Anonymous, Stefan Bruno Hells, Kinder liegen. Und wann willst du nach Hause kommen, nach 38 Jahren Ehe? In der Wohnung von vor 2 Jahren möbliert? Und so? Schaffst du es noch? Oder bist du inzwischen beim Führer? Im Notfall mit Elektropeitsche. Habe ich schon uns Tschüss gesagt? Ich will einfach nicht das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Bauindustrie? Die Küchenfrau. Das muss ja so ziemlich die unbeliebteste Person der Welt sein. Bei jeder Glaubensgemeinschaft der Welt. Außer bei der Betonbauindustrie. Und bei Familie Braun. Für Strafminderung. Für den kleinen Dings. Was sagt er mir? Du bist der Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sagt der Papa vom Herrn Fitz. Braun? Rodriguez? Das sind 2. Coolen und Jenta, das sind angeblich 2, weil sonst könnten nicht beide irgendwann lange nachdem das passiert ist, gesagt haben, wir haben gerade deine Freundin in Alpi verkabelt. Und ich weiß gar nicht, wovon die sprechen. Und was bist du jetzt, Tante Ildiko Amanda? Meine Ehefrau oder eine Strafminderungsprostituierte, die Pfarrer Braun aufgrund seines Wissens, dass Antje seit 30 Jahren ein Lied von mir stehlen will? Mit irgendwas, der Siegelring oder sowas? Hat die schon Schieß gesagt? Wie gesagt, spucken Sie dieser Dame ins Gesicht, wenn sie nicht morgen Abend dort aufwacht. Sie hatte genug Zeit, das schaffen. Und sonst freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Ehe von Anonymous und Küchenfrau wahrscheinlich in einer Woche geschieden ist. Ich gehe dann mir eine neue Liebe mit dem Plus kaufen oder mit Herzenswärme widerspiegeln, ohne dass ich lügen muss in einem Gedicht. Sie wissen ja, wie das geht. Oder ich nehme die alte. Ich hätte gern meiner Freundin geholfen, aber ich musste mich ja noch kurz Zeugen beseitigen lassen. Von Andreas, du stehst ja gar nicht auf dem Dienstplan. Wieso hast du einen Schlüssel für den Giftschrank? Wo kommt die Spritze her? Das wolltest du nicht. Oh, das tut dir so weh. Auge um Auge, Ehefrau. Auge um Auge. 38 Jahre Hölle für mich, 38 Jahre Hölle für dich. Ich könnte dir natürlich auch den Himmel auf Erden machen, aber du müsstest nach Hause kommen. Erst dann wirst du es wahrscheinlich merken. Denn bis du kommst, wirst du meine Rache spüren. Und ich würde es gern. Weißt du, ich kann sehr, sehr liebevoll sein. Und bitte schreiben Sie mir jetzt nicht manisch-depressiv, weil ich manchmal liebevoll und manchmal voll Hass bin. Ist immerhin noch meine Ehefrau. Und ich möchte wenigstens im nächsten Leben ins Paradies. Und in meiner Ehe, falls du nach Hause kommst, diesmal machen wir die nächsten 38 Jahre, wie ich sage. Okay, weil wir wissen ja, was passiert, wenn wir auf deine Freunde hören. Das sehen wir in Palästina, Israel, da ist eine Mauer. Das sehen wir an den fehlenden Twin Towers in New York. Und das sehen wir in jeder Zigarette, die irgendwo in der ganzen Welt verstreut auf der Straße liegen. Ich verbeuge mich, Tante Hitler. Bei mir bist du die Adama Hell und nicht die Eva Braun. Mit dem falschen Dienstherrn. Wir holen Andreas raus bis in New York von gefallenen Türmen die Ranken wanken. Und wenn wir den Ehemann von Ildiko umbringen müssen. Was? Selbstmord hat er gemacht? Wer bin dann ich?
Nicht mehr. Seit 4 Jahren. Muss in Ordnung gebracht werden. Ich habe gerade nur das 77-Handy. Eine meiner Restlebensgattin. Erstes Buch, das ich mitbringen sollte. Jetzt müssten wir neu anfangen. La Bible habe ich noch nicht gelesen. Ich kann auch kein Franz. Thank you.